Und hier schon Kategorie A Infiltration hier in den Präsentationen. Kategorie D ist nur, ist der Führerschein für sie knapp 16 Jahre. Oh, da will ich ja einen kleinen Film sorgen. Generell Infiltration zum Bund hier schon keine Rolle gehabt. Der Führerschein mit dem Motor A. Beim Bund hier schon mit dem Alter von 18 Jahren erst zugelassen. Das heißt, alle Motorräder, die man über 6 PS fahren kann, also auch ohne PS. Und alle mit 6 PS kann man ohne Führerschein auf den Bodensee fahren. Nach bestandener Prüfung kann man den Sportführerschein benennen. Also binnen beim Motorband kann man den Führerschein beantragen. Wird es zugeschickt. Ihr könnt das Video jetzt stoppen und durchlesen. Ablauf der theoretischen Prüfung. Man meldet sich beim Landkreisamt an, man kommt hin, füllt einen markierten Fragebogen, da stehen die Fragen drauf, beim Antwortenbogen stehen die Antworten drauf, mit Antworten, man kreuzt die richtige Antwort an, weil man halt eine falsche Antwort oder mehrere falsche Antworten hat, muss man die Prüfung halt wiederholen. Aber alles steht auf der Webseite. Prüfung auf der man die Knoten am besten lernt man die schon vorher die Knoten, dann nennt man an im Ablenken und wenn man Prüfer hat zur Prüfung wie 4 Tage kann man in 4 Tagen wenn es noch nicht gut ist nochmal üben genau das ist so dass es bei der Prüfung gelingt und nach der Prüfung ist man fertig. Hier könnt ihr auch nochmal durchlesen. Ende der Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video.